Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir mit Thorsten Gattolo beim Clan. Ich bin heute auf meinem Rathaus 8, aber ich besuche als erstes den Avatar hier. Es ist nicht mein Rathaus 10, sondern es ist der Avatar HD. Hey Toto, mal wieder geliked, bevor ich das Video geguckt habe. Leute, das sollt ihr nicht machen. Ihr sollt erst das Video gucken und dann entscheiden, Like oder Dislike oder Enthaltung. Aber ich mache das nämlich auch. Ich gucke auch erst mal Videos und entscheide dann, like ich nicht, enthalte ich mich. Und er ist der Meinung, dass ich das wahrscheinlich nicht zur Gewohnheit machen will. Doch, das ist eigentlich ein bisschen Gewohnheit hier. Es gab früher mal Dorfbesuchsfolgen und dort habe ich mir allerdings immer in einer ganzen Folge Dörfer angeguckt. Das mache ich heute nicht mehr. Es hält sich auch in Grenzen. Ich versuche das mal ein bisschen abzuarbeiten, so gut die Bases halt stehen. Deine Base steht heute Morgen und sie sieht eigentlich ganz gut aus. Allerdings kann ich dir keine richtigen Tipps mehr zu Rathaus 8.5 geben. Oder ja, hier wäre es ja ein 8.5er, der noch keine X-Bogen hat, also das ist sowieso demnächst Geschichte, denn wenn dieser Account hier irgendwann mal auf Rathaus Level 10 gehen möchte, dann muss er die X-Bogen eh bauen. Also ob man sie jetzt baut oder ob man sie erst dann später baut, ich meine, er wird hier ein paar Monate zu tun haben, denn er ist ja mal gerade so recht frischer Rathaus 9, hat aber schon die 220 Truppen hier, das ist super, Lager als erstes fertig gemacht, die Luftabwehren sind schon fast fertig, hier, es läuft im Moment schon die letzte Luftabwehr, ja, ist auch gute Idee, sich erstmal gegen Luft zu schützen, denn gerade im Rathaus 9 Bereich wird man gerne mal mit Luft überrannt und der Rest wird sicherlich kommen. Klanburg hatte auch schon auf 30, wunderbar. Ob die Base hier halten wird oder nicht, ich denke mal, die Aufteilung ist eigentlich ganz gut mit den Magertürmen jeweils hier um die Luftabwehren rum, immer schön einen Bogenschützenturm noch davor. Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, hat auch schon dreimal verteidigt oder gedefft. Ist in jedem Fall ein aktiver Account. Ihr seht das hier, da oben pumpen die Kasernen und auch das Labor läuft wunderbar. Was könnte dort drin laufen? Er hat sich die Truppen auf jeden Fall schon freigespielt, die man als Rathaus 9 dazu bekommt. Also Hexe und Lavahund plus den Babydrachen und hat auch schon die Loons auf 6. Ja, das eigentlich ist ein cooler Start 9 Account, muss ich mal so sagen. Er war auf jeden Fall ein Max RA8 und kein Thema, dass ich dich hier besucht habe, aber ich wollte heute nochmal auf was ganz, ganz Besonderes zu sprechen kommen. Erstmal bin ich auf dem Rathaus 8er, weil er gestern Abend mal kurz zur Sprache kam auf Twitch in meinem Stream. Der ist heute auch dann live, den könnt ihr euch nochmal angucken, falls ihr ihn verpasst habt. Und da kam die Frage raus, du, hast du auch einen RH8? Ja, ich habe auch einen RH8, aber dieser RH8 hier, ich habe ihn an euch vorbeigespielt, er ist nämlich maxed. Er ist maxed, ich brauche nur noch das Town Hall machen und die paar Mauern, ihr seht es, im Moment mache ich sie nicht, weil sie ja billiger werden. Also im Update werden die Mauern ein bisschen billiger. Ich suche mal eben einen kleinen Gegner, den wir, erster Klick, den wir hier mitnehmen können im neuen Event. Und ihr hört das, ich nehme am Sonntagmorgen auf und wir haben ja heute noch ein Event vor uns, nämlich das große Upgrade-Event auf Rathaus 12, was in Köln stattfindet. Und da wollte ich eigentlich wollte ich darauf hinweisen, habe ich gestern auch schon angedroht, dass ich das mache, denn wir möchten natürlich möglichst viele Zuschauer haben, beziehungsweise möglichst viele Leute, die sich diesen Upgrade-Stream anschauen, beim Olli und bei mir. Also wir beide werden das Ganze moderieren und werden euch mit Infos versorgen. Ihr könnt uns ein Löcher in den Bauch fragen, ihr könnt mit uns diskutieren. Rathaus 12, gut oder böse, und wir freuen uns in jedem Fall auf euch, wenn ihr am Stream mit teilnehmt. Das Ganze fängt um 17.30 Uhr an, also stellt euch einen Marker. Ich verlinke euch den Stream nochmal unten bei mir in der Videobeschreibung. Und auch am Ende bekommt ihr einen Hinweis auf den Livestream, der also heute Nachmittag bzw. heute am frühen Abend beginnt. Es sind ja gar nicht mehr so viele Stunden. Und dann hoffe ich, dass wir uns nochmal wiedersehen. Also es hat mich gestern Abend gefreut, dass wir so zahlreich vor allen Dingen im Stream waren. Und ich glaube, den haben wir hier, habe ich gestern auch gesagt, der war jetzt nicht so stark. Aber egal, wir wollen das. Ich spiele hier mit dem Rathaus 8er auch die Events, so gut es geht. Und zumindest für die Mauern. Ich muss noch ein paar Truppenforschung machen. Im Moment steht mein Labor. Ich muss also noch ein paar Truppenforschung machen. So steht es hier im RA8. Aber nochmal, um auf den Stream zurückzukommen.
Tut euch das in jedem Fall an. Stellt euch irgendwie einen Wecker, eine Glocke oder was auch immer. Okay, dann haben wir das schon mal gemacht. Ich baue hier eben mal nach und dann hoffe ich, dass wir uns wiedersehen. Wir machen in jedem Fall noch einen zweiten Angriff, allerdings nicht auf diesem Rathaus hier, sondern ich switche jetzt mal auf ein anderes Rathaus, auf mein Rathaus 10. So, ich bin hier auf dem Rathaus 10 und habe mir jetzt einfach mal diese Base hier rausgesucht. Also, heute Abend wird natürlich auch noch etwas geclasht, gar keine Frage. Es wird ja ein Turnier ausgespielt, also ein 5 gegen 5 Turnier. Und da bin ich auch wirklich, wirklich drauf gespannt, denn die ganzen YouTuber, die da zusammenkommen, sind schon, ja, das ist schon eine ganz schön heftige Nummer, muss ich sagen. Und ich freue mich in jedem Fall, die mal wieder irgendwo live zu erleben und nicht irgendwo in einem Video. So, jetzt müssen wir hier aber erstmal ein bisschen, glaube ich, auf allen Fronten hier mit Wut rein. Vor allen Dingen hier noch meine Mitte mit Wut rein. Und deswegen wird das sicherlich ein super Event werden. Also wir werden viel Clash of Clans sehen. Wir werden natürlich auch Rathaus 12 sehen. Also es wird ja ein Turnier sein mit einem Rathaus 12, zwei Elbern und einem Zehner. Die Regeln sind, man darf einmal dippen. Oh, ich habe hier ja noch Clanburg. Wo können wir die denn jetzt noch am sinnvollsten mal setzen? Ich glaube, die setzen wir... Ah, Mist. Mist. Jetzt muss ich mal gucken, was ist am sinnvollsten. Ich glaube, wenn gleich der Feger und hier hinten die Bogenschützentürme schießen, dann setze ich hier nochmal meine Clanburg. Weil da sind drei... Oh, okay, da sind... Ich hatte gedacht, da wären Loons drin. Okay. Da sind drei Babydrachen drin. Ist aber auch nicht so schlimm. Sie sind immer im Max. Mal gucken, was sie so an Gemeinschaftsschaden dort noch reißen können. Die lenken auf jeden Fall die Luftabwehr da hinten ab. Und sie lenken auch den Bogenschützenturm ab. Das ist schon mal super. Jetzt ist hoffentlich der Feger da weg. Ah, nicht ganz. Oh, Feger nicht ganz geschafft. Und die Luftabwehr schießt jetzt noch. Die eine Luftbombe haben wir gerade noch so überlebt. Aber jetzt müsste es eigentlich gewesen sein für den Feger und auch für die Luftabwehr. Dort, der Tesla macht jetzt nicht mehr ganz so viel Schaden und meine Queen ist am Röcheln hier. Also auf dem letzten End wird die in jedem Fall fertig. Ja, gute Sache hier. Ein bisschen Clash wollte ich heute auch mit euch spielen, auch wenn es eine ganz, ganz kurze Folge jetzt geworden ist. Ich hoffe, das ist für euch jetzt nicht ganz so schlimm. Denn so ein paar Sachen mache ich natürlich immer ganz gern mit euch. Und wie gesagt, heute Abend das Event zielt natürlich hier auf diesen Livestream hin. Das ist allerdings der offizielle Livestream. Der Livestream von Sky, den werde ich euch ankündigen. Er kommt aber wahrscheinlich sogar in-game. Das heißt also, im Deutschen wird es auch hoffentlich mal einen funktionierenden Hinweis geben. Und ein richtig krasser Diskussionspunkt, muss ich mal so sagen, sind die Sachen hier um die Balance-Update. Muss ich mal so sagen, denn viele haben sich vielleicht schon gefragt, Mensch, jetzt kommen die neuen Truppen und beziehungsweise die ganz neuen Truppenlevel. Es gibt andere Housing-Geschichten für die Zauber und da gibt es sicherlich Diskussionsgrund, was so das Spenden angeht, muss ich jetzt immer noch Max-Truppen haben, denn der 10er und der 11er, die mutieren jetzt natürlich zu den Superspendern. Alles, was drunter ist, Rathaus 9, Rathaus 8, Rathaus 7, na, die können jetzt nicht mehr wirklich Max-Truppen spenden. So ein bisschen geht natürlich noch, aber es geht halt nicht mehr ganz so viel unter. Da will ich sicherlich auch in dieser Woche nochmal ein bisschen, komme ich sicherlich nochmal drauf zurück, aber seid heute Abend einfach in dem Stream dabei. Ich würde mich freuen, Skylife CLC, also der Olli, wird sich sicherlich auch darüber freuen. Und dann hoffentlich sehen wir uns dann um 17.30 Uhr deutscher Zeit bei uns im Stream, beziehungsweise bei ihm im Stream. Wir beide werden das moderieren, er wird uns beide auch picke fein dort sehen. Und bis dahin, euer Toto, Clash.